Irgendwas erwacht in mir. Ich kann es nicht kontrollieren. Was hast du gesehen? Es wird einen Kreuzzug geben. Träumst du oft von Dingen, die genauso passieren, wie du es geträumt hast? Ja. Die Prüfung ist simpel. Zieh deine Hand aus dem Kasten und du stirbst. Was ist in dem Kasten? Schmerz. Du erbst zu viel Macht. Du hast Selbstbeherrschung bewiesen. Nun lerne, über andere zu herrschen. Etwas, das keiner deiner Vorfahren gelernt hat. Mein Vater herrscht über einen ganzen Planeten. Er verliert ihn. Er bekommt einen viel reicheren. Den wird er auch verlieren. Mein Junge! Arrakis ist eine Todesfalle. Tötet sie. Die wollen uns auslöschen. Die nehmen sich meine Familie vor alle. Kämpfen wir wie Dämonen. Ein Tier, das in eine Falle gerät, wird sich ein Bein abbeißen, um zu entfliehen. Was wirst du tun? Ich kenne dich. Eines Tages wird eine Legende geboren. Die ganze Zivilisation hängt davon ab. Die Zukunft. Ich kann sie sehen. Ich darf keine Angst haben. Die Angst tötet den Verstand. Mein Herzog. Wo keine Angst mehr ist, da werde nur noch ich sein. Los, los, los! Ihr Ausbilder ist einer der besten Piloten, die wir in diesem Programm je hatten. Seine Verdienste sind legendär. Was er Ihnen beibringen wird, könnte sehr wohl den Unterschied ausmachen zwischen Leben und Tod. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Ich muss zugeben, Ihre Einladung hat mich überrascht. Man nennt es Befehl, Maverick. Hier spricht Ihr Captain. Wir trainieren heute den Luftkampf. 2-1? Das soll wohl ein Scherz sein. Oh!
gab einen furchtbaren Crash. Du hast Glück, dass du noch lebst. Wow! Stopp! Bleib, wo du bist! Meine Frau! Frau! Oh mein Gott, Frau! Tut mir leid. Eine Frau, blonde Haare. Ich habe noch nie eine Frau gesehen. Wer bist du? Es ist so laut hier. Sie nennen es Lärm. Ist bei allen Männern auf dem Planeten so. Jeder Gedanke in unserem Kopf ist sichtbar. Wo sind die Frauen geblieben? Sie sind tot. Was denkt sie? Wo ist ihr Lärm? Ist seltsam zu sehen, was du so denkst. Ich find's auch seltsam, nicht zu wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Vielleicht kannst du ja meinen Hund nicht leiden oder willst mich mit einem Stein erschlagen. Ich kann deinen Hund leiden. Er ist stärker, als er denkt. Pass auf deinen Lärm auf. Schlange. Wenn diese Männer dich kriegen, bringen sie dich um. Steig ins Boot! Viola! Wenn du sie beschützen willst, musst du jetzt gehen. Ich muss sie beschützen. Sie beschützen. Beschützen. Mit ihrer Macht wird er unberechenbar. Ich will sie haben, bevor sie ihn warnt. Wie viele werden kommen? 100? 200? Tausende. Ich bin Todd Hewitt. Sei ein Mann. Kämpf. Sei still. Ich versuch's ja. Kämpf. Guten Morgen, Goldie. Ich bin Guy. Und ich lebe in Free City. Ich habe alles, was ich brauche. Bis auf eines. Hey! Entschuldigung, hey! Hey, Buddy, denkst du manchmal, es gibt mehr? Mehr als was? Als das, was wir Tag für Tag so tun? Das denke ich genau nicht. Dieser Tag wird anders, Goldie. Was genau gucken wir uns an? Wer bist du? Wir sind uns neulich begegnet. Wie hast du mich gefunden? Ich habe gewartet, auf der Straße neben dem Killerzug. Guy, ich muss dir etwas sagen. Und ich sage es dir nur ungern, aber diese Welt ist ein Videospiel. Ich will dich wirklich küssen, ist das blöd? Hör mir zu, du bist nicht real. Warte, wer hat dich geküsst? Guy. Die Funktion gibt's gar nicht. Oh, die Funktion hat er gefunden. Buddy, wenn wir nicht real sind, macht das alles, was wir tun, belanglos. Ich sitze hier mit meinem besten Freund und helfe ihm in einer schwierigen Phase. Wenn das nicht real ist, was soll es dann sein? Millie, ich weiß, diese Welt ist nur ein Spiel. Aber dieser Ort und diese Leute sind alles, was ich habe. Danke, Guy. Wer ist dieser Guy? Diese schillernde Figur aus dem Videospiel Free City macht auf sich aufmerksam, indem er den guten Jungen spielt. Wow! Wer ist Blue Shirt Guy? Sie haben vollkommen recht. Wer ist er oder sie? Das weiß keiner. Dieser Loser versaut das Spiel, Mann! Er könnte auch der gottverdammte Arnold Schwarzenegger sein. Terminiert ihn. Wir machen das gut. Guy, in 2 Tagen wird das Spiel abgeschaltet. Du, die ganze Stadt, alles wird verschwinden. Vielleicht können wir das verhindern. War das cool? Es hat sich cool angefühlt. Wir können unsere Welt ändern, aber wir müssen zusammen kämpfen. Ich weiß nicht mal, was hier abgeht, aber ich liebe es. Das ist das erste Mal im Leben, dass ich ein Auto fahre. Das hättest du früher sagen können. Ja. Free Guy. Wir lieben dich, Blue Shirt Guy. Danke. Vorsicht, da kommt... Die waren ziemlich nett. Michael, ich kenne dich, seit du ein Kind warst. Du hast eine Gabe. Hattest du immer.
Wenn es eine Heilung für deine Krankheit gibt, wirst du sie finden. Ich hätte schon vor Jahren sterben sollen. Warum bin ich noch hier, wenn nicht um das zu heilen? Ich habe eine seltene Blutkrankheit und mir läuft die Zeit davon. Das könnte meine letzte Chance sein. Du hast etwas vor, was ist es? Es ist nicht ganz legal. Ich will nicht, dass du noch mehr Schmerzen erleiden musst als ohnehin schon. Das wäre ein Heilmittel. Um welchen Preis? Ich fühle mich jetzt lebendiger denn je. Erhöhte Kraft und Geschwindigkeit. Die Fähigkeit der Echoortung. Und ein übermächtiges Verlangen nach Blut. Wie weit ist es uns erlaubt zu gehen? Um etwas zu beheben, das kaputt ist. Bis das Heilmittel schlimmer ist als die Krankheit. Michael Morbius hat es satt, den Gutmenschen zu spielen, hä? Wie geht's, Doc? Mein Leben lang ausgebildet, eine Wächterin des Drachenjuwels zu werden. Doch diese Welt hat sich verändert. Und ihr Volk hat sich entzweit. Um den Frieden wiederherzustellen, muss ich den letzten Drachen finden. Mein Name? Ist Raya. Raya und der letzte Drache. Tuck, tuck. Du bist langsam zu groß dafür, Kumpel. Die Vergangenheit ist nicht tot. James? Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Jetzt ist dein Gegner auch mein Gegner. Sein Name ist Safin. Was will er? Rache. Mich. Und wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt,
Wird es dann tot sein? Sie können sich also denken, warum ich wieder mitspiele. Du musst dich in Santiago mit einer jungen Dame treffen. Sie sind zu spät. Wollen wir? Salut. Sie haben eine neue Doppel-Null-Agentin. Eine entwaffnende junge Frau. Klar, dass sie auf ihn geschossen haben. Ja, jeder versucht es wenigstens einmal. James Bond. Wir beide löschen Menschenleben aus, um die Welt besser zu machen. Ich mache es nur ein wenig gründlicher. Kommen Sie, Bond. Wo zum Teufel stecken Sie? Sind Sie schon mal geflogen? Nope. Es wird immer schwerer, Gut und Böse, Schurken und Helden zu unterscheiden. Was ist? Du weißt nicht, worum es geht. Er wird Millionen Menschen umbringen. Wenn wir das nicht tun, wird es nichts mehr zu retten geben. Dies wird kein Krieg der Helden sein. Nationen werden sich gegenseitig abschlachten, während wir reich werden. Das wird lustig. Du kannst mich nicht wegsperren, während die Welt brennt. Die Wahrheit ist, die Welt wird regiert von Korruption und Gier. Wir müssen etwas unternehmen. Gewiss. Wir sind der erste unabhängige Geheimdienst. Raffiniert, aber brutal. Zivilisiert, aber erbarmungslos. Willkommen im Club. Sehr clever. Es ist Zeit, Öl ins Feuer der Revolution zu schütten. Ja, mein Hirte. Willkommen, Engländer. Rasputin, Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Lasst uns das als Gentleman beenden. Schließlich machen Manieren einen zum Mann. Warum sind Jungs immer so unordentlich? Ich habe mein Leben immer in Viertelmeilenabschnitten gelebt. Aber Dinge ändern sich. Ich bin jetzt Vater. Ich werde immer in deinem Herzen sein. Little Brian, ich habe ein Geschenk für dich. Das habe ich von deinem Daddy. Und jetzt schenke ich es dir. Das ist was ganz Besonderes. Es beschützt dich vor all dem, was da kommt. Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Egal, wie schnell man ist. Die Vergangenheit ist schneller. Meine
Hat mich gerade eingeholt. Ist lange her, Dom. Der Typ ist also ein Meisterdieb. Auftragskiller. Hochleistungsfahrer. Wer ist das? Jacob ist Doms Bruder. Dein ganzes Leben lang hast du dich angestrengt, um schneller zu sein als Dom. Cleverer als Dom. Stärker als Dom. Aber könntest du ihn auch töten? Denn ich bin bereit, wenn du es bist. Es gibt nichts Mächtigeres als die Liebe der Familie. Doch wenn daraus Wut wird, dann gibt es nichts Gefährlicheres. Vielleicht ist das wirklich das Ende. Aber wir sterben zusammen. Du weißt, ich würde mit dir bis in den Tod fahren. Machen wir uns an die Arbeit. Sag mir nicht, dass das ein Pontiac Fiero ist, der an Raketentriebwerk geschnallt ist. Beeindruckend, ich weiß. Nein. Nein, das ist nicht beeindruckend. Mein Arsch hat Feuer gefangen! Ich bin hier, um dich zu vernichten, kleiner Bruder. Da liegt ein Fehler. Das hier ist meine Welt. Krass. Die haben ein Flugzeug mit Magnet? Festhalten. Sag mir, dass du nicht das denkst, was ich denke, dass du denkst. Da ist keine Brücke! Nee, echt jetzt? Hey, Leute. Überraschung. Schickes Clubhaus. Du lügst. Ich schwöre, ich lüge nicht. Ich meine, naja, okay, ich lüge ein bisschen, aber ich bin Produzent. Was erwartest du? Ich werde dir jeden Cent zurückzahlen. Du hast mein Wort. Du hast 3 Tage. Danach werde ich dich erwürgen. Bitte, ich bin kein Idiot. Du warst nicht ganz ehrlich, was unseren Investor angeht. Ist ja gut, wir stecken dauernd in der Patsche, aber wir kommen immer wieder raus. Jeder weiß es, du brauchst Geld, Max. Kommt doch einfach mal ans Set. Frank Pierce ist auch da. Entschuldigung, Mr. Pierce, könnte ich bitte ein Autogramm haben? Frank Pierce war mit $5 Millionen versichert. Dieser Mistkerl dreht keine Sekunde vom Film und verdient $5 Millionen. Stell dir vor, dir stirbt ein Darsteller und du kriegst nur einen lausigen Scheck von der Versicherung. Ich habe einen Plan. Was für ein Plan denn? Wir tun einfach so, als ob wir einen richtigen Film drehen. Er macht seinen Stunts selbst und wir versichern ihn für ein schönes Sümmchen. Oh. Sie sind Duke Montana? Ja, das ist Duke Montana. Was tun Sie da, Duke Montana? Meine tägliche Runde russisches Roulette. Sie sind die perfekte Besetzung für meine Hauptrolle. Ich fühle eine Verbindung zu der Story. Die ist gut. Aber Duke, das ist dein Western, also richtig männlich. Oh! Willkommen im Team. Ben stirbt bei einem Stunt, er ist tot und wir werden reich. Richtig reich. Action! Duke Montana, ich weiß, wenn er noch am Leben wäre, würde er jetzt sagen... Wo ist das scheiß Pferd hin? Duke! Mein Gott, du lebst! Du kennst den Kerl nicht, er hat 9 Leben. Es kann doch nicht so schwer sein, jemanden umzubringen. Wir drehen eine abgefahrene Hängebrückenszene, die wird ein echter Killer. Ohne dich würde ich jetzt ganz bestimmt oben auf einer Wolke sitzen. Ah. Ich werde dich kriegen. Diese Leute würden für dich sterben. Pass auf, ich nehme dich beim Wort. Wir packen das. Sag mal, was für ein Mensch bist du eigentlich? Naja, ich bin Produzent.
Wieso fährt ein Erfolgsproduzent wie du so eine alte Schrottkarre? Naja, ich bin halt einfach kein großer Angeber. Oder bist du pleite? Nein. Was machst du hier in Somerville? Ehrlich gesagt, meine Mutter sagt zwar nicht, aber wir sind komplett pleite. Und das Einzige, was uns noch bleibt, ist dieses unheimliche alte Farmhaus mitten in der Pampa, das uns Großvater vermacht hat. Oh mein Gott, das ist noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Habe ich im Wohnzimmer gefunden. Wow, eine Mörderreplika. Replika wovon? Einer Geisterfalle? Es gab keine Geistersichtung mehr seit 30 Jahren. New York in den 80ern? Wie bei The Walking Dead. Hat dein Vater dir nie was davon erzählt? Gib nur meine Mutter. Mein Großvater ist gestorben. Meine Mutter sagt, wir sind nur hier, um seine Sachen auszumisten. Moment mal. Wer bist du? Nenne es Schicksal. Nenne es Glück. Ich glaube, dass alles aus vorbestimmten Gründen geschieht. Komm schon, Schätzchen. Ein ausfahrbarer Schießsitz? Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Die Romantik der Wüste hat die Macht zu verführen. Ich frage Sie. Haben Sie jemals so sehr geliebt? Waren so besessen von Eifersucht? Dass Sie hätten töten können. You had something to hide. Das Verbrechen ist Mord. Der Mörder ist einer von ihnen. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich fühle mich bei keinem von ihnen sicher. Ich habe viele Verbrechen untersucht. Doch dieses veränderte die Gestalt meiner Seele. Ich bin Detektiv Hercule Poirot und ich liefere Ihnen den Mörder. Wie viele große Geschichten sind Tragödien? Beherzige meine Worte, bevor ich sterbe, mein Sohn. Nun wirst du König sein. Aber der Thron muss auf einen männlichen Erben übergehen. Hakim, wie es scheint, hast du einen Sohn. Du musst ihn finden. Mach den königlichen Jet bereit. Wir fliegen wieder nach Amerika. Oh, scheiße, nein, Euer Majestät! Come on! Say it again! Feel right in this motherfucker! Feel good in this motherfucker! My whole hood in this motherfucker! Come on! Alles klar! Just in the mist! Ich bin der König von dem Laden! Super lustig! Schön, schön! Sag's nochmal! Schön, Sie wiederzusehen. Ich glaube, ich fress einen Besen. Sieh mal einer an, wer da ist. Hey,
Das sind Kunta Kinte und Ebola. Der schwarze Kreuzer ist mit Hiwi. Nelson Mandela und Winnie. Diese hungernde Babys mit den Fliegen im Gesicht. Hey, das ist zu viel. Das ist schon zu weit gegangen. Nee, so ein Scheiß sagen wir hier nicht. Nix mit hungernden Babys aus meinem Stuhl. Politisch nicht korrekt. Also, was habt ihr hier verloren? Hotel Rwanda. I'm back. Say it again. Was machen Sie hier draußen? Der Legende nach gibt es im Dschungel des Amazonas einen Baum, der alles heilen kann, der die Welt verändern könnte. Aber wenn er in die falschen Hände gerät, könnte unfassbar Böses entfesselt werden. Ich glaube, die Legende ist wahr. Ist sie nicht. Ich werde den Baum finden. Werden Sie nicht. Und wenn ich ihn finde, stellen Sie sich vor, wie viele Leben man retten könnte. Ich suche diesen Baum schon länger als jeder andere. Ich bin der Legende in jedes Dorf gefolgt, auf jede Insel. Nichts. Sie suchen etwas, das es nicht gibt. Aber Sie hatten nie den Schlüssel. Machen wir doch was Ungefährliches, wie Elefanten beobachten. Es gibt keine Elefanten im Amazonas, außerdem mag ich keine Elefanten. Lady, jeder mag Elefanten. Eins sollten Sie über den Dschungel wissen. Alles, was Sie sehen, will Sie töten und kann es auch. Vorsicht, Sie können Angst riechen. Ich habe keine Angst. Oh mein Gott. Wer fährt mit einem U-Boot durch den Amazonas? Feuer! Gute Nacht. Ich hab sie. Festhalten! Das schaffen Sie. Sekunde. Na los. Geschafft. Frank. Doch nicht geschafft. Nein. Nicht geschafft. Nein. Nicht geschafft. Himmels Willen, lassen Sie mich los. Das war eine Katastrophe. Das lief nicht ganz so wie geplant. Jungle Cruise. Die Welt ist noch nicht bereit für all das, was du bewirken wirst. Deine Zeit wird kommen, Diana. Und alles wird vollkommen anders sein. Bürger der Welt! Ich bin hier, um Ihr Leben zu verändern. Alles, was Sie wollen. Alles, wovon Sie träumen, können Sie haben. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Diana, sieh dich an. Es ist, als wäre kein einziger Tag vergangen. Ich will nicht mehr nur irgendjemand sein. Ich will ein Spitzenpredator sein. Du hattest immer alles, während Leute wie ich gar nichts hatten. Aber jetzt bin ich dran. Gewöhn dich dran. Ich hatte es noch nie so mit Regeln. Die Antwort ist immer mehr. So wie ich fliege, werden die uns niemals finden. Das habe ich vergessen, dir zu sagen. Was? Radar. Werden die auf uns schießen? Bin ich jetzt nicht so begeistert. Du wahrscheinlich schon, aber naja, ich bin startklar. Das kriegen wir besser hin. Hosen aus Fallschirmseide? Ja, Gehen jetzt alle Fallschirmspringen oder was? Du könntest ihn, hab ich recht. Aber dann hattest du dieses kleine Gefühl. Aber du hast es schnell abgetan. Und du hättest darauf hören sollen.
Sie sind nicht gerade der Liebling des Dezernats. Hat sich vermutlich einiges geändert, seit Sie weg sind. Fassen müssen wir ihn noch, oder? Ja. Dann hat sich nicht viel geändert. Ich kann Ihnen versichern, wir ermitteln rund um die Uhr und mit allen verfügbaren Kräften in diesen Fällen. Er ist ein Hai, wenn er nicht weitermacht, stirbt. Da fährt mir ein Auto, hat einen schicken Wagen, vielleicht zwei. Hohe Laufleistung. Mein Auto muss Ihnen ja echt gefallen. Tut's auch. Wie groß ist der Kofferraum? Eins muss ich noch wissen. Wieso wird der Mann mit der besten Aufklärungsquote im Dezernat in 15 Jahren nie befördert? Vielleicht war ich nicht in der richtigen Kirche. Wenn ich dir in die Augen sehe, was ich da sehe, ist nicht gut. Er wusste alle Details, aber war zur Tatzeit meilenweit weg. Wieso ist das so? Wieso ist das so? Wie groß ist der Kofferraum? Was wollen Sie? Ich will das Schwein rankriegen. Für wen? Für all die Frauen, die er getötet hat. Ich will das Schwein auch drankriegen. Der Unterschied ist da. Ich mach das für mich. Es sind die kleinen Dinge, Jimmy. Es sind die kleinen Dinge, die einen zerreißen. Die kleinen Dinge. Die einen verraten. Oh mein Gott. Oh, Papa, ist ja eine Überraschung. Wie kannst du es wagen? Ein Clown verkleidet als Hitler in einem Bordell. Papa, das ist nicht Hitler, sondern Chaplin. In einem Kabarett. Da kommt Mrs. Garber. Wie geht's, Emma? Wieso fragst du immer nach ihr? Mein Vater will, dass ich sie heirate. Wirklich? Wirklich. Ich bin eben deiner Mutter begegnet. Sie meinte zu meinem Vater, ich soll dich heiraten. Ja. Ich brauche deine Hilfe. Diese Kinder haben viel durchgemacht. Ich hab's dir schon 1000 Mal gesagt. Ich bin Schauspieler, kein Clown. Es sind jüdische Waisen. Eigenartig. Ah. Hm. Jude? Eigenartig ist lustig. Du magst ihn auch, oder? Die französische Regierung hat die Evakuierung sämtlicher Einwohner angeordnet. Entweder gehört einem ein Land ganz oder gar nicht. Heiliger! Nein, 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 nicht stehen bleiben. Weitergehen. Wir ihnen bei zu überleben. Ich will nicht mehr ständig weglaufen. Wir können sie bekämpfen. Lauf schnell! Willkommen in der Resistance. Wie leisten wir am besten Widerstand? Nicht indem wir sie töten. Das sind keine Menschen. Menschen tun sich so etwas nicht an. Ich weiß es nicht! Wenn du sie bekämpfen willst, müssen wir dafür sorgen, dass mehr Juden überleben. Tapferkeit ist nichts anderes, als die eigene Furcht noch ein wenig auszuhalten und den Nazis entgegenzutreten, um Menschenleben zu retten. Halt! Wir sind heute hier versammelt, um Bea und Thomas im Heiligen Bund der Ehe zu vereinen. Du bist erstaunlich gelassen. Er ist ein guter Mann. Du hast den Kerl gehasst. Wir sind uns sehr nahe gekommen. Begrüßen wir einen neuen Elternteil. Nicht so nahe. Einen Vater. Vater? Vater? Nein, du bist nicht mein Vater. Peter, Peter, der Ring. Ach ja, Entschuldigung.
Sind Sie die Autorin? Eigentlich ist es die Geschichte der Hasen. Ich habe sie nur aufgeschrieben. Schau mal, Papa, das ist Peter Hase. Oh, ich hasse es, so im Rampenlicht zu stehen. Er ist ein bisschen umgezogen. Was? Bist du Peter? Kommt ganz drauf an, wer fragt. Peter, ich will hier keinen Ärger. Siehste, der hat mich auf dem Kieker. Er hat uns alle damit gemeint. Ich meine dich, Peter, ausdrücklich. Ich will hier keinen Ärger. Ärger. Wenn die so über mich denken, dann bin ich vielleicht besser dran ohne sie. Nee, ne? Was glotzt du so, du braves Häschen? Willst du mich verpfeifen? Ich bin kein braves Häschen. Offenbar bin ich ein böses Häschen. Weg mit euch, haut ab! Heißt du Peter Hase? Yep. Ich war der beste Freund deines Vaters. Ich bin Barnabas. Du bist wild und gefährlich, genau wie er. Wo sind die Hasen? Zu Hause in ihrem Bau, kuschelweich eingekuschelt. Ich lebe für immer! Komm zurück! Oh, oh, aufteilen! Mach doch mit, tob mit ihnen rum. Ich kann rumtoben. Juhu, das macht Spaß. Ich werde ein bisschen schneller. Ich werde sehr viel schneller. Oh. Und deswegen sollten Erwachsene keinen Kinderkram machen. Ich liebe mein Leben. Ich liebe dich über alles, Gary. Ich vergesse nie, wie wir uns kennengelernt haben. Ich bin... bereit! Hallo, kleine Schnecke. Wie heißt du denn? Gary, hä? Wollen wir Freunde sein? Ich auch. Gary, ich bin zu Hause. Gary? Garylein? Gary? Oh, Gary! Du, oh, Gary hier! Nein! 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 Gary wurde geschnecknappt. Diesen Sommer beginnt die Suche. Freunde lassen Freunde bei gefährlichen Suchaktionen nicht im Stich. Yeehaw! Mit neuen Freunden. Oh. Hallo? Ja. Nennt mich den Weisen. Schöner Name. Ich bestehe aus Weisheit und weiß alles. Ist eine ziemlich runde Sache. Ich bin Patrick. Mein Name bedeutet Toaster auf Keltisch. Mit Sicherheit nicht. Neuen Abenteuern. Die verlorene Stadt Atlantic City. Ich hoffe, wir verlieren nicht das Ziel aus den Augen. Hey, wir verlieren doch nie und nimmer das. Zuckerwatte! Leckeres Eis! Churros! Oh. Und fantastischen Helden. Zuck weiter, Patrick! Zuck weiter! Auf die man alles setzen kann. Alles auf L. Patrick, das ist deine 7. 7 beginnt mit einem L? Voll schräg. SpongeBob Schwammkopf, eine schwammtastische Rettung. Das könnte ein echter Kumpelfilm werden. Ja, das wird schon alles glatt laufen. Oh ja. Und wenn nicht, werde ich das schon ausbügeln. Was ist hier los? Okay. Ja. Was ist hier los? Was war das? Alles gut, alles gut. Wir sind okay, wir sind okay. Das ist das. Okay. Das ist das, das ist das. Wo, 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 wo? Wo? Mom, Mom. Oh mein Gott. Mom. Ganz gut, Mom. Ganz gut. Mom.
Wieso bist du hierher gekommen? Hier gibt's nichts mehr. Alter. Da draußen sind Menschen, die wir retten müssen. Du hast keine Ahnung, oder? Ich schon. Die Menschen, die noch am Leben sind, sind es nicht wert, gerettet zu werden. Früher hatte ich nichts. Dann bekam ich diese Aufgabe. Diese Familie. Aber nichts hält für immer. Ich hörte, Sie mussten schnell verschwinden. Ist heutzutage nicht leicht. Was haben Sie jetzt vor? Ich habe viele Leben gelebt, aber ich fliehe nicht mehr von meiner Vergangenheit. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du das weißt. Unterhalten wir uns jetzt wie Erwachsene? Sind wir das denn? Ich freue mich auch, dich zu sehen, Schwesterchen. Warum kommst du nach Hause? Wir haben noch was zu klären. Wir müssen dahin, wo alles angefangen hat. Na super. Eins ist sicher. Es wird ein grandioses Wiedersehen. Passt immer noch. Die Familie. Endlich wieder vereint. Du bist fett geworden. Black Widow. Die wohl weltberühmtesten Feinde waren. You can count on me like one, two, three, wollen Tom und Jerry noch mal ganz von vorne anfangen. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. In der großen Stadt. Dieses Hotel beherbergte 4 Präsidenten, 3 Päpste, 2 Könige. Und jetzt richten wir die Hochzeit des Jahrhunderts aus. Denken Sie, Sie sind für diese Position qualifiziert? Ich scheine erst richtig unter Druck wie ein Diamant. Rihanna-mäßig. Und noch etwas. Wir haben ein Mausproblem. Ein was für ein Ding? Ich fange Sie, Sir. Everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. Oh, wow. Wie ausführlich. Wir könnten einen Kammerjäger engagieren. Oder wir nutzen einfach viele Millionen Jahre Raubtier-Evolution. Wenn auch nur ein Foto von dieser Maus getweetet wird, auf Instabookface oder TikTok, sind wir ruiniert. Nein, Sir, das wird nicht passieren. Dieser Nager ist erledigt. Ich lasse nicht zu, dass dieses Hotel wegen einer Katze und einer Maus vor die Hunde geht. Er spielt mit uns. Ich glaube, ich habe das Problem gelöst. Wirklich?
Ich bin Eep. Stell das A. Drück auf Schlummer. Und wir sind die erste Familie der Welt. Die Croods. Und wieder ein herrlicher Morgen. Mein Dad sagt immer, die Sippe trennt sich nicht. Das ist meine Kleine. Boom! Anschnallmodus. Wir suchen einen perfekten Ort, der unser Zuhause wird. Was zur Hölle ist das? Das ist das Ende der Welt. Gut, also ich bin raus. Ich bin froh, dass du es bist, Chunky. Oh. Ist das nicht komisch, in was für schnurgeraden Reihen das Essen hier wird? Genial. Ich dachte, Höhlenmenschen wären schon vor Jahren ausgestorben. Wir uns freuen, treffen euch. Danke. Oh. Wir sind die Bessermanns. Besser? Mann? Betonung auf besser. Ho, ho, ist das euer Zuhause? Ziemlich groß, oder? Hey du! Noch ein Teenager-Mädchen? Ja? Eine Freundin? Ich hatte noch nie im Leben eine Freundin. Geht mir auch so. Was machen wir? Sagen wir nur zueinander. Was ist mit unseren Stimmen? Warum werden unsere Stimmen so schrill? Ich weiß nicht, ob Höhlenmenschen in eine moderne Welt reinpassen. Was ist dein Problem, mein Großer? Dieser Ort verändert uns alle. Geil. Hey. Und wir müssen Thangs Fenstersehzeit begrenzen. Jetzt nicht, Douglas. Die Vögel laufen gerade. Früher haben wir keine Vögel angeglotzt, sondern gegen sie gekämpft. Lass mich mein Leben leben! Oh, was ist das? Ist bloß eine Narbe. Jede Narbe ist ein Abenteuer. Hiervon weiß mein Dad nicht mal was. Oh, wie krass, Erdnusszee. Du darfst nicht außerhalb der Mauer sein? Nein. Diese Farm ist sowas wie deine Höhle. Dir geht's wie mir. Siehst du die Mauer? Ja. Springen wir drüber? Ja. Nein! Bevor einer was merkt, sind wir zurück. Du hast mit Dorn eine Spritztour gemacht? Die Bessermanns bauen doch so eine Mauer nicht aus Spaß. Das ist gar nicht gut. Wir können nur überleben, wenn die Sippe zusammenbleibt. Die Welt ist so gefährlich. Ich sorge mich auch um meine Familie. Was ist das? Killerkreis. Wenn ich schon sterben muss, dann heute! Leute, ihr kommt nie drauf, was ich gefunden habe. Entschuldige, Schatz. Wir dachten, du bist ein Raubtier, das uns töten will. Bitte nie um Verzeihung für einen effektiven Killerkreis. Sekunde, stopp! Du hast ein Faultier als Accessoire? Ich hab ein Faultier als Accessoire! Das ist clever! Meins heißt Schwange! Ooh, willkommen zu den Buddy Games, Baby! Yeah. 20 Jahre lang haben meine Freunde und ich das Ventil voll aufgedreht. Wir haben erobert. Yeah. Gewonnen. Yeah. Wurden zum King gekrönt. Der Gewinner kassiert 100.000 in Bar. Okay, Jungs, los geht's! Es ist ein riesiger Hindernislauf mit Wassermelonen, Bubbleballs, Geländerrädern, Bierbongs, fiesen Zitterhallen. Was ist das? Fragt nicht. Seid ihr bereit? Wer von euch hat noch das Zeug, Mädels aufzureißen? Wer traut sich auf die Tanzfläche, um sich einen Kuss abzuholen? Was wird das? Abführmittel! Du hättest mir vor 5 Jahren sagen sollen, dass du deine Freunde mir vorziehst. Entfessel den Drachen! Was? Deshalb kommen wir immer wieder. Das sind die Games, die wir spielen. Wir leben für diese Erinnerungen. Dein Ohr, bin ich verletzt? Diese Bruderschaft wird niemals enden. Bist du irre, Bender? Was? Ihr solltet eure Gesichter sehen. Die haben also etwa 20 Mäuse und eine alte Uhr geklaut? Mr. Mansell, haben sie wenigstens zugeschlagen? Nein. Die hättest du packen können, Dad. Hörte bei euch was letzte Nacht ziemlich aufregend. Schade, dass sie nicht bei mir eingebrochen haben.
Warum hast du es nicht gemacht? Ich habe versucht, den Schaden auf ein Minimum zu begrenzen. Na ja, wie hat das so funktioniert? Geht's dir gut? Du siehst nicht gut aus. In mir schlummert schon lange etwas, das unbedingt raus will. Wieso steigst du nicht aus, alter Mann? Ihr bekommt jetzt auf die Fresse. War ein Wahnsinnstag. Das sehe ich. 12 Jahre. Hab ich für sehr gefährliche Leute gearbeitet. Geht alle sofort in den Keller. Was ist hier bitte los? Nicht die Polizei rufen. Ich war das, was die einen Revisor nennen. Das ist der Letzte, den man vor seiner Tür sehen will. Bedeutet, man hat nicht mehr lange zu leben. Hab alles hinter mir gelassen, um eine Familie zu gründen. Ich hab's vielleicht zu gut gemeint. Als du gegangen bist, hast du eine offene Schuld zurückgelassen, die beglichen werden muss. Und dein Gläubiger weiß von deiner Wiederauferstehung. Sie sind hinter meiner Familie her. Die haben mein Kitty-Cat-Armband gestohlen. Das geht verdammt nochmal gar nicht! Gib mir das gottverdammte Kitty-Cat-Armband! Du siehst scheiße aus, Dad. Du solltest die anderen sehen. Wer zum Teufel sind Sie? Ich? Ich bin nur ein Nobody. Katze, aus dem Weg! Ah! Vor langer, langer Zeit lebten 2 Krieger. Oh. Ich würde töten, wenn ich dafür eine Spicy Tuna Roll kriegen würde. Und du gönnst auch was Schönes. Die Brüder lebten sich auseinander und eine neue Zeit begann. Das mittlere Alter. Dad, kommt Onkel Ted dieses Jahr zu Weihnachten? Schätzchen, manchmal lebt man sich auseinander. Onkel Ted, ich hab dich so vermisst. Das ist meine Kleine. Du kannst nicht jedes Problem mit Geld lösen. Doch, kann ich, Tim. Du hast dich nicht verändert, du bist immer noch ein Riesenbaby. Schnuller Ted. Ist deiner. Hau ab mit dem Schnuller. Entschuldigt mal. Ich störe nur ungern, euer Gespräch ist echt fesselnd. Aber ich glaube, ihr braucht beide einen Schnuller. Sie kann sprechen. Ohne Ende. Ich bin im Familiengeschäft. Und ihr arbeitet jetzt für mich, Boomer. Babycorp hat eine neue Babymilch entwickelt, mit der man erwachsene Babys zurückverwandeln kann für 48 Stunden. Du willst, dass ich wieder ein Baby bin? Ja, das ist die schwierige Phase. Babycorp löscht nach dieser Erfahrung das Gedächtnis komplett aus. Was gibt es für einen Notfall? Ein teuflisches Genie will aus Kindern super böse, böse Babys machen. Nein! Willkommen zur Babyrevolution. Haha! Wir brauchen eine Tarnung und müssen undercover gehen. Was habt ihr mit mir gemacht? Oh, echt jetzt? Was wird das? Gehen wir segeln? Oh nein! Danke, dass du immer auf mich aufpasst. Du bist mein Bruder. Wir halten immer zusammen. Das machen Familien so. Wir müssen uns beeilen. Die Milch wirkt nicht mehr lange. Was zum... Na, du bist ja putzig in dem kleinen Karate-Outfit. Oh weia. Das Problem lässt sich bestimmt mit Geld lösen. Was zum Henker? Was hast du denn da? Ach, das ist Emma, meine Frau.
mein Sohn Charlie. Genieße es, solange du es noch kannst. Solange ich noch kann? Niemand ist glücklicher als die Frau eines neuen Detectives. Emma ist cool, Mann. Nicht so wie andere Frauen. Für eine Frau sind 600 Diensttage weniger wert als drei Samstagabende. How much money you got, a lot. How many problems you got, a lot. How many people in that, a lot. An alle Einheiten. Schwerverletzter Officer. Detective Banks ist unterwegs. Wer immer das war, hat noch ein anderes Motiv. Der hat was gegen Cops. Die Scheiße hier läuft ganz schnell aus dem Ruder. Irgendjemand da draußen zieht die Fäden. Willst du ein Spiel spielen, Motherfucker? Ladies and Gentlemen, mein Name ist Captain Jefferson Kalkitt und ich bringe heute Abend die Nachrichten aus unserer wunderschönen Welt zu Ihnen. Die zahlen Sie fürs Geschichtenvorlesen? Noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt? Ist nicht gerade was, wovon man reich wird, wie du siehst. Hey! Bleib still! Bleib still! Ich tu dir nichts! Kannst du mich verstehen? Dory, I cowered. Oh. Freund. Hier steht, dein Name ist Johanna Leonberger? Indianer haben dich nach dem Angriff auf deine Familie vor 6 Jahren aufgenommen. Mutter, Vater und Schwester sind gestorben. Sie hat Verwandte unten in Castroville. Captain, warum machen Sie das? Sie soll lachen dürfen und träumen. Sie braucht neue Erinnerungen. Die Straße ist gesperrt. Von rechts wegen? Jetzt ja. Captain, du, Johanna. Ich habe keine Ahnung, wie man sich um ein Kind kümmert. Eine Fotografie. Das ist meine Frau. Mit Pferden kannst du umgehen, das steht fest. Das ist ein Pferd. Pferd. Captain. Captain. Bloß nicht verwechseln. Captain. Das heißt, sie ist diese Gefangene aus Wichita Falls. Was wollen Sie? Was soll die Kleine kosten? Das Kind ist nicht zu verkaufen. Sie denkt, sie ist Indianerin. Spring! Hier ist irgendwas dazwischen. Ladies and Gentlemen, das sind Geschichten von Männern und Frauen wie Sie und ich, die alle auf bessere Zeiten hoffen. Ha! Sie kriegen sie nicht! Und ich bring sie nach Hause! Geschichte auf den Körper tätowieren lassen. Yeah! Von Paramount Animation. In der langen Geschichte des Monster Wrestlings gab es noch nie einen Champion wie Tentacula. Fans auf der ganzen Welt fragen sich, gibt es einen Herausforderer da draußen mit dem Hunger, dem Willen
und der Disziplin, um der nächste Champion zu werden. Eins. Ich glaube, das reicht für heute. Da kommt was Großes. Steve sieht vielleicht nach nichts aus, aber in ihm steckt ein echtes Champion-Monster. Hat er einen gegessen? Danke, sehr aufbauend. Monsterliga. Wir müssen ernsthaft an Kraft und Ausdauer arbeiten. Glücklicherweise habe ich dafür genau das Richtige. Was? Auf keinen Fall, ohne mich. Jetzt heben! Oh, mach es nochmal! Und nochmal! Nochmal! Gut so, du schaffst das! Oh Mann. Das ist mein Albtraum. 2021, nur im Kino.